Ja, servus Leute. Ich bin schon wieder in Eichenzell für die nächste Verbrauchsfahrt. Diesmal ist der Adam aus dem Frankfurter Raum extra nach Fulda gekommen und er hat seinen i3 mitgebracht. Adam, um was für ein Auto handelt es sich denn da ganz genau? Ja, hallo erstmal. Also das ist ein BMW i3 mit dem 33 Kilowattstunden Akku. Also netto sind es 29,5 gewesen am Anfang. Der hat allerdings auch den Range Extender verbaut, muss man dazu Den wir sagen. heute aber nicht benutzen werden, Den aber wir den auch schleppen wir sonst sehr mit. selten benutzen, genau. Okay, du hast jetzt 100.000 Kilometer, glaube ich, knapp unter. Genau. Wie viel davon mit Range Extender? 103%. Also ich führe eine Excel-Tabelle, wo ich regelmäßig die Zeiten und die Kilometer quasi rauslese. Und es sind, ich glaube, etwas um die 2.000 Kilometer mit Range Extender, wobei auch die Wartungsläufe dabei sind. Ne? Die zählt da auch mit. Okay, also mit anderen Worten, du versuchst schon rein elektrisch unterwegs zu Genau, sein. das ist nur mentale Stütze und wenn man zwei Kinder hat und möchte ich liegen bleiben, ist es halt eine gute Sache, aber nutzen tue ich die nicht wirklich. Ja. Okay. So, wir laden das Auto jetzt auf 80% auf und dann machen wir uns auf die 100er Runde, danach wieder auf 80% und dann die 130er Runde. Auf geht's. Okay, dann werden wir jetzt mal laden. Ich schalte erst mal frei. Und heute kann man die Allego sogar halbwegs ablesen. Ich würde dich bitten, Adam, du bist der Spezialist für dein Auto, schließt du mal an. Und dann schauen wir auch gleich mal, mit wie viel kW er anfängt zu laden. Ah, mit 21% ist der Adam angekommen. Der hat es auch fliegen lassen auf der Autobahn. Er hat mir Klims geschickt, auch mit 150 teilweise, habe ich gesehen. Ja, wenn es die Reichweite hergibt, wird gefahren. Ja, kann ich mir vorstellen. So mache ich das auch. Wenn die Reichweite passt, dann fahre ich auch flott. Mal sehen, Richtung 50 kW müsste kommen, oder? 48? Also in der Regel habe ich so 44 bis 46 kW. Ja, okay. Je nach Ladesäule. Temperaturprobleme habe ich normalerweise nie, deswegen. Also es gibt normal kein Rapid Gate beim i3. Ja, ne? Ist ja quasi auch quasi gekühlt über die Klimaanlage, ne? Hat eine Aktivkühlung. Ja, das läuft schon ganz gut. 41 kW, na, was sehen wir noch? 43. Ah, der Wind ist heute wieder ein Problem. Okay, wir stehen jetzt erstmal bei 43 kW, aber da der Akku doch eher von der kleineren Sorte ist, werden wir relativ schnell die 80% erreichen. Dann auch als Hinweis zu den Reifen. Der Adam fährt 155/70 R19, also auch wieder absolute Breitreifen. Blizzard LM500, das sind Winterreifen, das muss man also auch bedenken. Und das ist noch die erste Ausrüsterqualität, die der Adam jetzt noch runterfahren will. Und dann wird er sicherlich auch wieder auf die Sommerreifen wechseln. So, wir sind bei 76%. Wir laden mit 45 kW. Also der i3, wenn man mal bedenkt, wie alt das Auto ist, macht, was das Laden angeht, echt alles richtig. Da hat BMW einen super Job gemacht. Da hätten sie mal weiter dranbleiben sollen. Dann hätten sie jetzt nicht so viel Rückstand auf die Koreaner und ja, auf Tesla. So, wir sind bei 79%, haben jetzt 17,5 Kilowattstunden in 23, 24 Minuten nachgeladen, jetzt nur nicht verpassen, dass ich bei 80% auch drücke und wir haben 80. Wunderbar. Ja, Adam, dann würde ich dich bitten abzustöpseln. Du bist also hier der Tankwart sozusagen und dann legen wir beide los. So, der Adam stellt jetzt natürlich auch den Tageskilometerzähler zurück, damit wir auch die Verbrauchswerte entsprechend haben. Ist also jetzt auf null, wenn ich das richtig gesehen habe. Bordcomputer hier rechts, ich hoffe, man sieht es bei der Kamera, müsste passen. Die Klimaanlage auf 21 Grad, können wir das machen? Mhm. Passt das für dich auch von der Temperatur? Wir können auch ruhig auf 20 gehen. Nee, lass ruhig 21, das haben wir bei allen so gemacht. Mhm. Dann haben wir das. Okay, und dann können wir jetzt loslegen. Ich starte natürlich auch die App. Die Fenster müssen wir noch hoch machen. Mhm. Ja, und dann lass uns fahren. Okay, wir kommen jetzt auf die Autobahn und wir fahren jetzt die 100 km/h Runde und dann werden wir mal schauen, wie viel der i3 sich an Energie für diese Runde genehmigt. Der Adam stellt so auf 102, 103 würde ich sagen, weil meistens eilt der Tacho ja etwas vor. Dann hoffen wir, dass wir ziemlich genau den 100er Schnitt auch treffen.
sehen auch hier jetzt, dass wir 24 Grad draußen haben. Und hier sehen wir auch Wetter heute in Eichenzell, 11 bis 25 Grad. Hoffen wir mal, dass das mit dem Regen sich nicht bewahrheitet. Im Moment sieht aber alles gut aus. Ich hoffe, wir kriegen es trocken hin. Okay, wir sind wieder in Eichenzell angekommen. Der Adam fährt jetzt ab. Wir haben jetzt also 58 Kilometer laut Bordcomputer, 97,3 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit sieht man das. Ich hoffe, man kann es auf dem Video erkennen. Und die Anzeige zeigt 14,0 Kilowattstunden auf 100 Kilometern. Jetzt rekuperieren wir ein bisschen. Wir sind gut durchgekommen, keine großen Probleme gehabt im Sinne von, dass uns jemand aufgehalten hätte. Wir kommen hier vorne jetzt wieder zur Ampel. Ich werde natürlich auch die App wieder nullen, aber ich habe schon gesehen, sie hat zwischendrin mal... Nee, sie hat doch ordentlich aufgezeichnet. Ich dachte, es würde was fehlen. Passt also. Und hier an der Ampel werde ich sie wieder stoppen. Wunderbar, gehe auf Beenden. Und speichern. Wir sind angekommen in Eichenzell, wohlbehalten. 13,9 Kilowattstunden zeigt jetzt der Bordcomputer. Und der Adam und ich, wir laden jetzt wieder auf 80% auf. So, ich schalte die Säule wieder frei. So, jetzt gucken wir mal, mit wie viel Prozent wir angekommen sind. Bist du denn zufrieden, wie es gelaufen ist bisher, Adam? Ja, alles wie erwartet, sage ich mal, von den Verbräuchen auch. Okay, wir haben 52%, also 28% haben wir jetzt gebraucht. Und wahrscheinlich Ladeleistung wieder so um die 44, 45 kW wahrscheinlich. Das ist halt schön beim i3, man weiß ziemlich genau, was er liefert und es gibt kaum Überraschungen. So, und dann gucken wir nochmal. 44 kW haben wir jetzt, 53%. Jetzt müssen wir ein bisschen warten, bis wir wieder bei 80% sind. So, wir sind bei 79%. i3 lädt noch mit 48 kW. Das ist also schon mal ganz ordentlich und jetzt nur zusehen, dass ich nicht den Moment des Stoppens verpasse. Jetzt sind wir bei 80. Wir haben 8,37 Kilowattstunden verbraucht. 11 Minuten hat's Laden gedauert. Und der Adam und ich machen uns jetzt auf den Weg in die zweite Runde. Der Adam stärkt sich gerade. Dann darf ich jetzt ausnahmsweise mal abstecken. So. Hätten wir das auch. Wir haben geladen. Es geht wieder los. Der Adam nullt wieder den Kilometerzähler. Ei, ist aber auch kompliziert, bis der genullt ist. So, wir sind auf Null, man sieht das hier. Und wir starten jetzt in die 130er Runde. So, wir kommen wieder auf die A66. Same procedure as every time. In perfektem Englisch vorgetragen. Und jetzt kann der Adam auch ein bisschen mehr Spaß haben. Denn jetzt folgt die 130er Runde. Und Verkehr hält sich in Grenzen. Sollte also möglich sein, hier tatsächlich auch 130 im Schnitt halbwegs hinzubekommen. Schauen wir mal, was der i3 sich jetzt genehmigt. Sehr lief's gut. Jetzt haben wir mal wieder einen kleinen Battle, diesmal zwischen einem Anhänger und einem LKW. Wir hoffen mal, dass uns das jetzt nicht zu viel Durchschnittsgeschwindigkeit kostet, aber ich glaube, der PKW-Fahrer hat es gemerkt und wird langsamer. Passt also. Wir sind wieder zurück in Eichenzell, die 130er Runde ist absolviert. Navigationssystem von BMW zeigt 19,3 Kilowattstunden, 116 km Durchschnitt, da gehen wir aber natürlich wieder nach der App. Soweit ganz gut gelaufen, zwei kleinere Elefantenrennen, aber nichts Dramatisches. Sollte also alles passen. Und ich stoppe natürlich hier vorne an der Ampel auch wieder die App, ganz klar, damit wir gleiche Ergebnisse und Voraussetzungen haben. Und dann schauen wir mal, was der i3 sich an der Ladesäule an Strom genehmigt.
Wir sind angekommen, haben jetzt 19,0 Kilowattstunden auf 100 Kilometer laut Anzeige. Und jetzt schauen wir, was die Ladesäule anzeigt. Ich schalte wieder frei. Mach jetzt einfach mal sehen. Ja, ich krieg's sogar auch hin. So. Er hat verriegelt. Und jetzt schauen wir mal, mit wie viel wir angekommen sind. Mit 39%, okay. Das ist jetzt schon ein Unterschied, aber man muss natürlich auch bedenken, es ist ein kleiner Akku. Nur 28 Kilowattstunden stehen noch zur Verfügung. Schauen jetzt nochmal nach der Ladeleistung. Ja, wieder 43 kW. Das passt. Okay, wir sind bei 79%. 12 Kilowattstunden hat er drin. Also ich denke, der i3 schlägt sich ordentlich heute. Er hat auch gute Bedingungen vorgefunden. Das ist auf jeden Fall ein vergleichbarer Wert. 12,16 Kilowattstunden, wenn ich es richtig gesehen habe, oder 12,10 bei 80%. Wir lassen jetzt aber noch weiterlaufen, damit der Adam dann auch mit einem vollen Akku wieder nach Hause starten kann. Adam, wir sind am Ende unserer Verbrauchsfahrt. Ich denke, es hat alles ganz gut geklappt. Würdest du sagen, es ist eine hügelige Strecke? Ja, es sind schon ein paar Höhenmeter dabei, aber ich sag mal, es ist jetzt nicht extrem, es ist kein Voralpenland oder sowas. Ne? Aber Topf eben ist anders. Ja, das auf jeden Fall. Okay. Ist kein Flachland. Ja. Was glaubst du, wird der i3 gut abschneiden? Ich denke, wird es relativ gut schlagen, wobei die Verbrauchswerte, wie gesagt, eigentlich in dem Rahmen liegen, so wie ich es auch erwartet habe. Ne? Okay, dann danke ich dir, dass du den Weidenweg auf dich genommen und mitgemacht hast und wünsche dir eine gute Heimfahrt. Dankeschön. Danke dir. Wiederholen. Ciao. Und bevor wir jetzt wieder zu den eigentlichen Detailzahlen kommen, noch der Hinweis, wo ihr die entsprechenden Excel-Listen findet, wo ich das Ganze aufbereite, unter breaking-elektro-news.de, dort dann einfach auf Ben-Index klicken, dann öffnet sich ein weiteres Fenster, dort klickt ihr auf Klick mich und dann kommt ihr hier schon zum eigentlichen Ben-Index und hier unten unter Ladekurvenverbräuche gelangt ihr dann zu den ganzen Ladekurven und Verbräuchen, ist ja logisch. Und zu Beginn auch wie immer der Disclaimer, es handelt sich um einen relativ hügeligen Autobahnabschnitt. Wenn ihr normalerweise auf flachen Autobahnen unterwegs seid, werdet ihr deutlich niedrigere Verbräuche erzielen. Hier haben wir dann also das Ergebnis für den BMW i3 Rex. Eine Runde ist jeweils 59 Kilometer lang, diese Runde wird zweimal gefahren, 500 Aufstiegsmeter sind zu absolvieren. Hier seht ihr dann auch nochmal die Bereifung. Dann hatte ich in der ersten Runde schon wieder einen App-Absturz, leider Gottes. Fahrzeit war aber rund 38 Minuten. Ich konnte das ja anhand der Videoaufnahmen nachvollziehen. Verbrauch laut Ladesäule 8,37 Kilowattstunden. Durchschnitt hochgerechnet auf 100 Kilometer wäre dann 14,19 Kilowattstunden. In der zweiten Runde haben wir 121 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit erzielt. Fahrzeit war 29 Minuten 14 Sekunden laut App. Verbrauch laut Ladesäule 12,14 Kilowattstunden, Durchschnitt auf 100 Kilometer und somit 20,58 Kilowattstunden ergibt einen Schnitt insgesamt von 17,38 Kilowattstunden. Dann haben wir natürlich auch noch die Daten vom BMW i3 Bordcomputer aufgeschrieben. Erste Teilstrecke 13,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, zweite Teilstrecke 19 Kilowattstunden, ergibt eine theoretische Anzeige von 16,45 Kilowattstunden. Und laut Ladesäule waren es dann diese Werte, ergibt eine Abweichung von 2,06, 8,3 und 5,66%. Und hier haben wir dann auch schon die Gesamtübersicht und wie ihr sehen könnt, hat sich der BMW i3 Rex auf einem ganz hervorragenden dritten Platz platziert und damit auch das Tesla Model 3 vom Podest gestoßen. Das wird natürlich die BMW i3 Fans sicherlich freuen und auch die Renault Zoe, die ich momentan als einzigen weiteren Kleinwagen in der Tabelle habe, hat deutlich mehr Strom verbraucht als der BMW i3 Rex. Mit anderen Worten, obwohl das Auto schon relativ lange am Markt ist und auch nicht mehr viel daran entwickelt wurde, abgesehen von größeren Akkus, ist der BMW immer noch ein sehr effizientes Elektroauto und kann sich durchaus mit den anderen Mitbewerbern in seiner Klasse messen. Der i3 muss sich lediglich dem Elektro-Kleinstwagen Volkswagen E ab und dem Effizienzkönig Hyundai Ioniq geschlagen geben. Ich denke, das ist aber keine Schande und der BMW i3 hat sich wirklich super geschlagen. Ja, das war dann also die Verbrauchsfahrt mit dem BMW i3. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an den Adam, dass er sich aus dem Frankfurter Raum extra nach Fulda aufgemacht hat. Ansonsten soll es das für das heutige Video schon gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wie immer unten gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und ein Abo ist ja wohl obligatorisch, denn das nächste Verbrauchsvideo ist schon im Schnitt.